Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog eine Zuschauerfrage von Rainer. Herr Bredereck, bemerken Sie als Kündigungsrechtler eigentlich die Grippesaison? Zunächst mal, ich bemerke die Grippesaison zunächst als Mensch, indem ich selbst erkältet bin zurzeit. Ich lutsche auch gerade parallel was, damit ich überhaupt sprechen kann, ohne zu husten. Ich bemerke sie als Arbeitgeber, meine Mitarbeiter sind auch krank, und ich bemerke sie tatsächlich auch als Fachanwalt für Arbeitsrecht, insbesondere als im Kündigungsrecht spezialisierter Anwalt. Warum ist das so? Also die ersten beiden Sachen sind selbsterklärend. Die letzte Sache ist tatsächlich, kündigen, glaube ich, jetzt noch mehr als sonst. Und das hängt wirklich ja wahrscheinlich auch mit aktuellen Erkrankungen der Arbeitnehmer zusammen. Natürlich hat der Arbeitgeber nicht einfach die Möglichkeit zu kündigen, nur weil sie jetzt gerade mal wegen Grippe krank sind. Aber häufig hat das Ganze ja ein Vorspiel und die Erkrankung ist dann noch so ein i-Tüpfelchen, wo der Arbeitgeber durchdreht. Ja? Vielleicht ist der Arbeitgeber selber krank, schleppt sich mit Halsschmerzen, so wie ich, und mit Husten in seinen Laden, ne? Weil man ja sagt, ein Anwalt, der darf ja nicht krank sein, ne? Der muss ja halt immer fit sein, ja, ich muss gleich wieder ordentlich hinstellen mich. Ne? Der Mandant erwartet doch eine kraftvolle Erscheinung an seiner Seite zur Verteidigung seiner Rechte, und jemand, der krank wird, der kann das auch nicht schaffen. Ja, also schon deswegen kann man nicht krank sein als Anwalt, hat man den falschen Beruf gewählt, aber Sie schon, wenn Sie Kündigungsschutz haben, Arbeitnehmer sind, können Sie natürlich krank sein. Nur, wenn Sie es halt sehr oft sind oder wenn der Arbeitgeber sonst auch nicht so mit Ihnen zufrieden ist, dann kann halt so eine Krankheit schon so das i-Tüpfelchen sein, was dann das Fass zum Überlaufen bringt und wo der Arbeitgeber dann sagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt fliegt der raus. Entscheidend sind dann immer für die Frage der Wirksamkeit der Kündigung zunächst mal, greift das Kündigungsschutzgesetz. Gibt es regelmäßig mehr als 10 Mitarbeiter, sind Sie länger als ein halbes Jahr da, dann haben Sie diesen Kündigungsschutz, dann wiederum müssen Sie nicht viel befürchten. Sie müssen sofort anrufen. Wir haben eine kostenlose Erstberatung, eine telefonische, die ist auch unverbindlich für Kündigungen. Das heißt, Sie können mich anrufen, mit mir besprechen, was man gegen diese Kündigung machen kann, ob man was machen kann, welche Abfindung man rausholen kann. Und dann überlegen wir, ob das für Sie sinnvoll ist oder nicht. Ja, das empfehle ich in jedem Fall. Nicht die 3-Wochen-Frist abwarten. Ich habe immer wieder Mandanten, die rufen so an letzten Tag an oder einen Tag vor Ultimo. Das kriegen wir zwar auch noch hin, aber wenn Sie am ersten Tag anrufen würden, dann haben wir noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht hat die Kündigung irgendwelche formalen Mängel, wir können die zurückweisen, dann haben wir schon wieder einen Monat gewonnen, selbst wenn kein Kündigungsschutzgesetz gilt. Ja. Also da gibt es diverse kleine Möglichkeiten, kleine feine Sachen, die man machen kann, wenn Sie sofort sich melden. Sie kriegen bei mir in der Regel am selben Tag, spätestens am nächsten Tag, einen Telefontermin. Heute mussten zum Beispiel ein paar auf den nächsten Tag warten, weil ich sonst nicht mehr Videos hätte machen können. Und mein Mitarbeiter Janik Kessel hat heute extra gekommen ist und gesagt hat, er will Videos mitnehmen, weil es wird langsam knapp im Vorrat. Wir machen ja mal so ein bisschen mit Vorlauf, so eine Woche oder 2 Wochen Vorlauf, damit ich, wenn ich jetzt mal einige Tage im Fernsehen bin oder irgendwo oder bei Vorträge halte, wie letzte Woche 2 Tage Vorträge halte, dann schaffe ich es ja nicht, welche zu machen. Also haben wir mal einen kleinen Vorlauf, also musste ich kommen. Und dann kann es immer sein, dass sie mich direkt nicht am selben Tag erwischen, aber dann am nächsten Tag, das reicht auch noch, um alle Rechte zu sichern. Aber Sie sollten auf jeden Fall am Tag, wo Sie die Kündigung bekommen, als erstes beim Anwalt anrufen. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Bundesweit machen wir, gerne anrufen und sich beraten lassen. Gut, also die Frage war, merke ich die Grippesaison? Ich habe sie so interpretiert, merke ich die auch als Anwalt wegen Kündigung? Ja, und es ist tatsächlich so, ich merke die. Ich habe allerdings auch schon gesagt, vor Weihnachten, ja, diese Jahresendstimmung, die merke ich auch. Ja, da ist auch mehr los. Ja, es wird vermutlich dann im Frühjahr ein bisschen abflauen. Dann kommen diese Sachen vor dem Sommerurlaub, diese Kündigungsgeschichten. Im Sommer selbst ist es auch ein bisschen ruhiger. Dann kommen die Sachen, man kommt aus dem Sommerurlaub, immer noch alles so doof wie vorher mit dem Arbeitnehmer. Jetzt schmeißt man ihn raus. Diese Geschichten kommen dann so im September. Dann ist wieder ein kleines Löchlein und dann direkt vor, so in Richtung Jahresende. Und wie wir leider eben festgestellt haben, auch immer mehr direkt vor Weihnachten, auch zwischen den Feiertagen, dann diese Jahresendkündigung. Ja, man will sozusagen, man hat seine Bilanz, die sieht nicht gut aus und man will was ändern. Oder man zieht für sich persönlich, als macht man ja selber auch, also ich mache das jedes Jahr genau, ich mache schreibe einen Rechenschaftsbericht und schreibe einen Jahresplan und dann merke ich natürlich auch, was alles im Argen liegt.
ich spreche keine Kündigung vor Weihnachten aus oder überhaupt möglichst keine Kündigung, aber andere sehen das gelassener. Jedenfalls sind diese saisonalen Geschichten für uns im Kündigungsrecht gut zu merken. Soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal, schreiben Sie Fragen dazu unten in die Kommentare. Gerne auch mal so ein bisschen so eine, sagen wir mal, ein bisschen Randfragen, so finde ich auch mal ganz witzig. Ja, weil merken Sie die Grippesaison? Ich habe erst gedacht, ich habe es erst gar nicht verstanden, was er meint. Ja, außer was mein Gesundheitszustand betrifft. Aber ich nehme mal an, dass es so arbeitstechnisch für mich gefragt war. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.